Einen wunderschönen guten Tag für mich. Ihr seid definitiv wunderschön, denn es regnet heute schon den ganzen Tag. Es ist kühler. Die meisten Leute jetzt im Sommer, vor allem in den Ferien, denken sich, scheiße, so ein blöder Tag und ich freue mich ein zweites Loch in den Arsch. Tut mir leid, liebe Sommerkinder, aber der Herbst wird kommen, Gott sei Dank. Und ich habe heute meine Tüte wieder rausgefummelt, in denen sich meine aufgebrauchten Produkte befinden und die quillt mal wieder über. Und ich habe mir gedacht, teile ich doch euch mal wieder mit, was ich alles so aufgebraucht habe. Und ich glaube, wir fangen mal. Ich dachte, da wäre schon eine tote Ratte drin, aber nee, Gott sei Dank nicht. Meine Haare liegen auch heute wieder ums Verrecken nicht. Was ist das hier? Wie dem auch sei, ich hoffe, ihr könnt damit leben. Was mir als erstes in die Hände fällt, sind von Isana Young meine Reinigungstücher. 3 Stück. Wahrscheinlich fällt mir gleich noch ein 4. in die Hand, aber das sehen wir dann. Meine absolut liebsten Reinigungstücher sind immer für 99 Cent im Angebot und ich komme mit denen einfach am besten klar. Ich hatte ganz früher, als ich noch jung war, von BB diese weißen, also diese ganz normalen weißen Reinigungstücher von BB. Aber da ich ein geiziges Schweinchen bin, kaufe ich mir die nicht mehr, sondern die. Und ich komme mit denen einfach super klar. Die sind genauso gut, wenn nicht sogar besser. Und ich glaube, es hat noch nie jemand so lange über Reinigungstücher gesprochen. Deshalb weiter im Text. Von Batiste, mein liebstes Trockenshampoo, ist auch wieder leer gegangen. Habe ich mir auch schon nachgekauft. Das Beautiful Brunette, weil ich gefärbte Brünette bin. Und ja, das ist einfach klasse. Es gibt Volumen, es erspart einen. Das wäre fast runtergefallen. Es erspart einem einen Tag Haarwäsche und ja, you know the deal. Okay, das Produkt hier ist ganz oll und zwar von Garnier, wahre Schätze, Ahornbalsam. Das hatte ziemlich gut gerochen, als ich das hier in der Flasche gerochen habe, aber unter der Dusche war das jetzt nicht so das besondere Erlebnis und es hat jetzt auch nicht wahnsinnig viel mit meinen Haaren gemacht. Zudem finde ich das auch ganz schön teuer für das, was es ist und da könnte ich auch ein ganz normales Shampoo von Balea kaufen, das ist genauso gut oder sogar noch besser. Also wird nicht nachgekauft. Meine Isana Med Waschlotion 3 in 1 habe ich mir auch wieder nachgekauft. Die hat jetzt eine neue Verpackung. Also was heißt neu? Das Plastik ist jetzt so ein bisschen anders gemacht, aber ist eigentlich noch genau wie vorher. Ist auch noch genauso formuliert wie vorher. Und wie gesagt, ich habe euch schon tausendmal erzählt, ich benutze das immer morgens oder zum Double Cleansen abends. Und es ist einfach ein tolles Reinigungsgel. Ich vertrage es sehr gut und deshalb wird es immer wieder bei Rossmann gekauft. Elmex Sensitive Professional Mundwasser. Ja, das Zeug ist schweineteuer, kostet glaube ich 7 Euro und gebracht hat es mir irgendwie gar nichts. Also ich weiß nicht, irgendwie am Anfang hatte ich sogar das Gefühl, meine Zähne sind noch empfindlicher. Also meine Zähne sind sowieso schweineempfindlich. Aber weiß nicht, irgendwie hat mir das nicht so den gewünschten Effekt gebracht, den ich mir da irgendwie erhofft hatte. Und 7 Euro dafür, da kann ich mir auch den Mund mit Wasser ausspülen. Balea After Sun Dusche, die ist einfach im Sommer meine allerliebste. Oh mein Gott, mein allerliebstes Duschgel, das ist so wundervoll, es riecht nach Sonnencreme, nach Kokos, nach einem Tag am Strand, aber das lassen wir jetzt hinter uns, denn der Herbst kommt. 2 Rasierschäume habe ich hier im Angebot, denn ich bin am ganzen Körper rasiert und zwar einmal von M. Lady, auch ein geiler Name, von Müller, obwohl, ja gut, M. wahrscheinlich wegen Müller, oder? Sensitiv Rasierschaum, kostet glaube ich irgendwie 75 Cent mit Aloe Vera. Fand ich gut, aber das hier fand ich noch ein bisschen besser von Isana, das Rasierschaum sensitiv auch mit Aloe Vera. Hat eine schöne Textur, es ist halt Rasierschaum, ne? Also ich fand ihn gut. Ich habe jetzt auch nicht so Vergleichswerte, also ich habe jetzt noch nicht 1000 Rasierschäume ausprobiert. Aber ich fand den sehr gut, ist auch ziemlich günstig, auch irgendwie so 80 Cent oder so, kann ich empfehlen. Nochmal die Kategorie Zähne und zwar einmal von Perlodent, das ist die Eigenmarke von Rossmann. Sensitiv Zahncreme, weil wie gesagt, ich habe empfindliche Zähne, fand ich ganz gut. Und einmal Sensodyne Pro Schmelz, weil Ella the Bee mir das empfohlen hatte. Und die ist wirklich, ziemlich gut, wenn da nicht so viel Alkohol drin wäre. Ne? 2-mal mein Balea Reinigungsöl, weil es einfach das beste Reinigungsöl ever ist. Ich liebe es. Es reinigt halt das Gesicht. Es ist sehr, sehr sanft und pflegend und wunderschön und gleich fange ich an, den Jingle zu singen. Nein, es ist einfach ein tolles Reinigungsgel, genau, Öl. Damit könnt ihr auch die Pinsel sauber machen. Habe ich auch schon öfter probiert. Das ist ziemlich gut dafür geeignet und im Zuge dessen, was ich direkt vor dem Öl benutze, ist mein Augen-Make-up-Entferner. Der ölhaltige von Reval de Loop und ja, ihr kennt ihn auch schon 500 Millionen Mal gesehen auf meinem Kanal und er ist einfach spitze. Dann habe ich eine Foundation leer gemacht. Oh mein Gott, ich bin gerade dabei, Foundations leer zu machen. Die Catrice 24-Hour Foundation habe ich auch schon fast leer. Da ist nur noch wirklich so ein kleines bisschen drin. Und das hier ist die HD Liquid Coverage Foundation von Catrice. Sie ist sehr, sehr gut. Also ich habe dafür auch ein Video gemacht und
macht einfach ein wunderschönes Hautbild. Und einige sagen von euch, dass sie sehr, sehr nachdunkelt. Bei mir irgendwie komischerweise nicht. Vielleicht habe ich eine eigenartige Hautchemie, aber bei mir dunkelt sie nicht großartig nach. Ich finde sie einfach klasse, macht ein wunderschönes Hautbild, hält den ganzen Tag und von daher eine grandiose Foundation. Ferner habe ich noch aufgebraucht von Isana Med die Ultrasensitiv-Creme. Fand ich auch sehr, sehr gut. Die ist genauso gut wie die Balea-Sensitiv-Creme. Halt sehr mild, kein Geruch und super für die Abendroutine. Werde ich mir bestimmt nochmal nachkaufen, denn ja, sie hat mir sehr, sehr gut gefallen. Dann die letzten paar Sachen. Meine Mamushka Propolitschka hatte mir Proben geschenkt. Und zwar einmal von dem Resist Advanced Replenishing Toner von Paula's Choice. Fand ich sehr gut, sehr viel Feuchtigkeit. Noch eine zweite Probe. Und einmal der Resist Barrier Repair Moisturizer. Das sind auch Namen, meine Güte. Auch von Paula's Choice fand ich auch sehr, sehr gut. Also Paula's Choice hat wirklich geile Produkte, wenn die nicht so fucking teuer wären. Also und ich so geizig. Es gibt halt auch wahnsinnig gute Hautpflege in der Drogerie, das will ich damit sagen. Aber Paula's Choice ist toll, das ist ne, gar keine Frage. Und die liebe Elena aus dem Douglas in Köln hat mir hier eine kleine Probe mitgegeben von Guerlain, dem Orchidee Imperial. Das ist eine Augen- und Lippencreme. Und die fand ich sehr, sehr gut. Also gerade unter den Augen fand ich die unglaublich klasse. Ich möchte zwar wahrscheinlich nicht wissen, was die kostet, aber die hat auch unglaublich lange gehalten. Da sind 2 Milliliter drin gewesen. Kam ich sehr lange mit aus und ich fand die wirklich gut gefallen. Und meine Beine sehen gerade, ihr möchtet das gar nicht sehen, hier sind Federn drauf. Ich hoffe wie immer, euch hat dieses kleine Video gefallen. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Tschüss!